Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute wieder World of Tanks. W, der Anfangsbuchstabe W wie Wochenende, habe ich mir so gedacht. Ne? Habe ja schon letzte Woche gesagt, ich wiederhole mich immer wieder gerne. Und ich bin gerade dabei, mein Amerikaner hier aufzuwerten, also sprich aufzuwerten. Der ist schon aufgelevelt. Ich möchte jetzt noch den hier freischalten. Und da fehlen mir nur noch 5000 Punkte. Ich denke, das will ich schaffen. Und deswegen, sag ich mal, los geht's. Und es geht auch los, schon mit der ersten Runde. Ich bin Level 4er, hier sind ein paar Level 3er, das ist schon mal gut für mich. Schlecht für die Level 3er, weil meiner ist ja auch schon eigentlich komplett aufgewertet. Aber die haben natürlich auch noch einen Hunter. Der Hunter ist meistens in der Stadt. Meistens startet er von der rechten Seite. Also jetzt von mir aus rechts, von der anderen Seite links. Aber ich weiß es nicht. Erstmal kurz scouten. Ja, siehst du, sag ich doch. Der Stadt meistens immer rechts. Okay, jetzt haut ihn um. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, der erste ist schon mal down. Dann fahre ich hier durch der Stadt nach rechts. Hier muss irgendwo der Hunter sein. Da hinten ist er. Ich probiere ihn von hinten. Das für ein kleiner Leck gewesen. Noch so einer und die sind fertig. Und okay, nice. Noch drei auf der anderen Seite. So. Wir haben noch alle. Das sieht sehr gut für uns aus. Noch zwei. Das war eine schöne, schnelle Runde. 5000 Sternchen brauchte ich noch. Schau mal, wie gut ich war. 1000, oh, das ist Schaden. Drittbester. Das hört sich auch schon mal gut an. Oh, nice. 4000, also nächste Runde habe ich zu 50% sogar Zweitbester. Zu 50% habe ich die nächste Runde meinen letzten Panzer. Also dann, bis gleich in der nächsten Runde. Okay, ich habe gerade ein bisschen spät Play gedrückt. Es ging so schnell gerade. Aber mir fehlen noch 250 Sternchen, dann habe ich den Panzer frei. Ich achte nie auf die Goldsterne, die ich für jeden Panzer benutzen kann. Das ist mir eigentlich relativ Lust. Wenn ich die habe, benutze ich die. Wenn nicht, dann benutze ich sie halt nicht. Ich hatte damals bei World of Tanks auf der Computer-Variante, da gibt es ja noch Artillerie,
Und da hatte ich das so gemacht, ich habe mir mal die aufbewahrt, die Sternchen, und so weiter rauf schießen. Immer da auf das letzte Rad. Wir haben sie voll erwischt. Noch so einer und die sind fertig. Voll die Kette wieder erwischt. Das finde ich doch schön. Der ging voll durch ihre Panzerung. Einfach rauffahren. Komm, dann ist er kaputt. Okay. Lol. Macht Spaß. Also ich hatte damals, wo ich das auf dem Computer gespielt hatte, World of Tanks, mir immer die Sternchen aufgehoben. Hab ich den versenkt oder versenkt? Dann war ich auf einmal bei Level 7 Panzer und da brauchte ich dann so viele Dinge, dass ich dann immer die Sternchen benutzt habe. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich doof. Ich heb sie mir die ganze Zeit auf und spiele dann noch länger. Wieder ein Abschuss für uns. Jawohl! Habe ich zwei? Eins zerstört. Ich glaube, der eine war nicht mein Kill. Ich glaube, das war von anderen. War ja rote Schrift gewesen. Ich brauche nur 250 Sternchen, dann ist das sowieso weg, der Panzer. Jo, habe ich geschafft. Und da ist er, der nächste. Drittbester. Jo. Supi. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Schauen wir uns mal an, was für ein Panzer ich jetzt nehme. Okay, wir sind wieder hier in den Startmenü. Das ist jetzt noch der Brite. Ich habe mir gerade angeschaut, welchen ich mir davon kaufe. Ich weiß es immer noch nicht. Aber ich habe mich entschieden bei den Amerikanern. Ich wollte von jedem Land immer nur einen Panzer haben. Außer wenn ich so ein Geschenk kriege, behalte ich den natürlich auch. Und da habe ich mir bei den Amerikanern gerade angeschaut, dass ich gerne den schnellsten Panzer haben möchte bei Level 10, das wäre der hier, der Sheridan. Und dazu müsste ich dann hier unten lang gehen. Dann kaufe ich mir den. Ach, warte mal, nee. Andere Idee. Erstmal mache ich den da unten fertig. Den hier. Weil das ist der polnische Panzer. Der fehlt mir auch noch. Kaufen. Genau. So. Endlich den polnischen Panzer. Schauen wir mal. Ich habe jetzt hier einen Schweden, einen Polen, einen Italiener als Level 5. Das sind die europäischen Panzer hier unten. Da habe ich alle Level 5er. Dann habe ich den Briten und Amerikaner voll. Bei den Amerikanern werde ich auf den Sheridan gehen. Bei den Briten denke ich, werde ich auf Vickers Light gehen. Und die anderen muss ich ja jetzt erst noch freispielen. Dann wäre als nächstes also der Deutsche dran. Der Deutsche. Franzose. Chinese, Russe, Japaner, Engländer. Dann habe ich von jenen einen, außer von den Briten halt zwei. Wo ist denn der eigentlich? Blasterion. Blasterion? Bei den Briten.
Das steht gar nicht hier bei. Ne, den gibt's gar nicht. Komisch. Aber es ist ein schwerer Panzer. Level 6. Schwerer Panzer Level 6. Bei den Briten. Schwerpanzer hier unten, Level 6. Bei hier. Churchill 7. Das war's. Egal. Wir gehen jetzt erstmal weiter in den Kampf von den Deutschen. Letzte Runde für heute. Viel Spaß. Okay, und die Runde geht gleich los. Die geht schon los. Nochmal das aktivieren. Vielleicht, wenn ich sehr gut bin, kriege ich den vielleicht auch schon komplett fertig. Das waren 20.000 Sterne, die ich bräuchte. Ich glaube zwar nicht, aber dann müsste ich ja alles wegtrotzen, was es hier gibt. So schnell kaputt. Von Lago. So, und schauen wir uns den restlichen Kampf nochmal an. Schwerer Panzer, okay. Der Leopard, der Deutsche. Friendly Fire, ja. Wieso? Das war der russische. Der russische Hunter. Heavy, T1 Heavy, das war glaube ich der Amerikaner. Boah, nice. Wir gewinnen noch, aber ich nur einen Schuss abgegeben habe. Chrisley? Was war Chrisley? Ich weiß es nicht. Keine Chance gegen den Heavy. Oh nein. Oh, das ist ein schöner Treffer. Jawohl, nice. Jetzt geht zur Flagge, nimmt die Flagge ein. T1 Heavy gegen T1 Heavy und Grizzly. Ja, müsste eigentlich ein Vorteil für uns sein. Schön. Der hat gesessen. Ja. Und los! Haut ihn um! Jawohl! Ah, wieder gewonnen. Das war eine siegreiche Runde.
Also nicht, meinetwegen. Ich habe nicht viel beigebracht. Ich habe nur einen Schuss abgegeben. 135 Schaden. Also ich kann euch sagen, ich habe noch nicht den nächsten Panzer freigeschaltet. Da fehlen vielleicht noch ein paar tausend Punkte. Er hat weniger Schaden. Er hat weniger. Ne, er hat mehr Schaden. Ne, warte, hier. Da. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Oh. Die alle sind besser. Fünf besser, die fünf. Ich war 11 Beste oder viert Schlechteste. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.